So, du willst also mein Freund sein, ja? Nun, ich habe schon einen Freund, einen sehr guten Freund, den besten Freund. Warum sollte ich diesem Freund den Rücken kehren, den ich sehen und fühlen und berühren und schmecken kann? Und den eintauschen gegen einen Freund, den ich nicht sehen oder fühlen oder berühren kann. Meine zimperliche Schwester Beate sagt, ich brauche dich. Sie sagt, du bist der Einzige, der mir wirklich helfen kann. Was weiß sie denn überhaupt über mein Leben? Sie hatte es doch schon immer einfach. Sie hat einen Mann, der sie auf Händen trägt. Drei wunderbare Kinder. Ein gemütliches Zuhause in einer schönen Wohngegend. Ich hätte es gern einmal so einfach und schön gehabt wie sie. Sie hat noch nie eine Nacht auf der Straße verbringen müssen. Sie hat noch nie jemanden um Geld anbetteln müssen. Natürlich, sie hat auch nie etwas mit so jemandem wie Burkhard Krause angefangen. Warum habe ich mich auch mit solch einem Stinktier eingelassen? Er hatte nichts Gutes mit mir im Sinn. Er wollte mich nur benutzen und dann in die Gosse werfen. Ich erinnere mich an den Tag, als ich ihm anvertraute, dass ich schwanger war. Ich weiß gar nicht, warum ich es ihm überhaupt erzählt hatte. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich ihn sprachlos erlebte. Was habe ich denn erwartet, dass er für mich tun würde? Dass er mich heiratet und eine anständige Frau aus mir macht? Das ist doch lächerlich. Obwohl, ich muss sagen, dass er mir seine Hilfe angeboten hat. Er sagte, das ist schon in Ordnung, Baby. Ich gebe dir das Geld für die Abtreibung. Was für ein Trottel. Nur weil ich bis dahin alles getan hatte, was er wollte, dachte er, ich würde ihm auch in dieser Sache folgen. Das war ein Schock für ihn. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Nicht mehr, seitdem das Baby geboren war. Hey, du da oben! Wie geht's meinem Baby überhaupt? Sie ist jetzt 6, weißt du? Ich frage mich, ob sie weiß, dass ihre Mutter immer an sie denkt. Ich frage mich, ob sie jemals an mich denkt. Ist sie hübsch, Gott? Sieht sie mir ähnlich? Geht es ihr gut, Gott? Ist sie glücklich? Heute ist ihr Geburtstag, weißt du das, Gott? Feiert sie gerade eine Party? Also, ich feiere auch eine Party. Eine kleine Party. Nur ich und mein Freund. Was sagst du? Du willst mein bester Freund sein? Naja, ich sagte es ja bereits. Ich habe schon einen besten Freund.
sein bester Freund denn gut, den man jeden Tag neu kaufen muss?